So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed, Hot Pursuit am Release Day. Also für mich am Release Day, für euch eine Folge danach. Wir gehen heute in die ersten Events der Racer. Und zwar Roadsters Reborn. Die Teilnahme am Rennevent Roadsters Reborn ist bestätigt. In diesem Demonstrationsevent wirst du das wahre Potenzial des Roadsters entfesseln, wenn du gegen andere Fahrer zu einem Rennen entlang der Küste von Seacrest County antrittst. Nutze dein Fahrkönnen, um die Gegner abzuhängen und dir eine Medaille zu sichern. Dein Prestige wird in Fahndungsstufen gemessen. Momentan bist du nicht sehr aktiv und wirst vom SCPD als Stufe 1, Rasa, klassifiziert. Die besten Fahrer gewinnen die Rennen und hängen das Gesetz mit Stil ab. Sie werden als Stufe 20, meistgesucht, klassifiziert. Deine tägliche Aktivität wird mit Kopfgeld bemessen. Je härter, schneller und riskanter du fährst, desto mehr Kopfgeld gibt es. Gewinne Rennen, besiege deine Gegner und bleibe den Cops einen Schritt voraus, um deine Fahndungsstufe zu erhöhen und Zugang zu neuen Wagen und den härtesten Events zu erhalten. Dein Wagen besitzt ein rennoptimiertes Nitro-System. Aktiviere dieses System für einen kurzfristigen Geschwindigkeitsschub. Das Nitro wird nur aufgeladen, wenn du riskant fährst. Am meisten Nitro gibt es, wenn du in den Gegenverkehr hinein oder knapp an anderen Fahrzeugen vorbeifährst, durch Kurven driftest und Abkürzungen nimmst. Für dieses Rennen gibt es Teilnahmebeschränkungen. Wähle einen der verfügbaren Wagen aus, um beim Rennen mitzufahren. So, wir haben tatsächlich auch nur den Porsche Boxer, wenn ich das richtig sehe. Weil alles andere haben wir noch nicht frei. Oder würde es gehen? Es würde dann noch einen BMW Z4 S-Drive geben. 370Z Roadster, drin dann 11 Turbo, RX8, die wir noch nicht frei haben. Den Charger SAT8 gibt es noch nicht. Oh, Lancer Evolution X, okay, das sehen wir. Subaru Impreza WX-SI, die haben wir ja schon als Kopfauto. Und nochmal ein 370Z mit über 1 Million Kopfgeld. Aber jetzt erstmal gehen wir rein mit dem Porsche Boxer Spider. Und da ich das Auto gerne in Blau fahren würde, mache ich das auch. Die Ingenieure von Porsche haben einen lang gehegten Traum in die Tat umgesetzt. Den Traum eines Roadsters, der ursprünglicher, sportlicher und befreiter ist als je zuvor. Der Boxster Spider ist eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Er ist auf Ultraleichtbau ausgelegt und besitzt keine Komfortextras. Er ist mit einer überarbeiteten Version des bewährten 3,4 Liter Sechszylinder Boxermotors ausgerüstet, der direkt vor der Hinterachse sitzt. Der Boxster Spider wiegt lediglich 1275 Kilogramm. Im Vergleich zu den beiden Serienmodellen ist eine bessere Beschleunigung bemerkbar. Und das Auto spricht stets willig auf alle Lenkbefehle an. Keine Klimaanlage, kein Radio, keine Getränkehalter, keine richtigen Türöffner. Das ist der leichteste Porsche, den man kaufen kann. Und einer, der auf die Erfolgsformel zurückgreift, welche bereits in den 1950er Jahren mit dem Porsche 550 Spider einen wahren Klassiker hervorbrachte. Jo, gehen wir rein. Bisschen Hintergrundinformationen, die sind auch gar nicht mal so schlecht zu den einzelnen Autos, aber jetzt geht's mal rein ins Rennen. So, wir sollen Erster werden mit 10, für 6.000 Kopfgeld, Zweiter für 4.000 und Dritter für 2.000 Kopfgeld. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos insgesamt auf der Strecke sind. Ich vermute, dass wir 4 dabei haben. Jetzt heißt es nicht, wir sollen versuchen, alle wegzurammen, was mir eigentlich mehr oder weniger am meisten Spaß macht. Was dann aber natürlich immer wieder immer härter und härter wird. Sondern heute müssen wir ein bisschen racen. Und es heißt 13,6 Kilometer Rennlänge. Ja, ich versuche euch immer zwei Events pro Folge zu bringen. Was natürlich immer möglich ist, weiß ich, aber wir schauen einfach mal. Ich bin der raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 sind insgesamt mit uns, das heißt, wir müssen gucken, dass heute die ersten 3 kommen. So, jetzt müssen wir hoch auf 2. Und dann müssen wir einen weißen Porsche da. Da bist du ein bisschen weit rausgekommen, wieder. Ja, da hast du, okay. Jetzt hast du dann nochmal den Kontakt. Dann aber mal schön aufgeholt, aufgeschluckt. Oh, dann warte ich. Dann fängt man wieder auf 5, also wir waren Zweiter. Ja,
Scheiße. So, mal kurz vorbeigehen. Vorne kommen sie mit mal einen Platz, um versuchen, Kopfgeld reinzubringen. Ich glaube, wir sind noch Gold da. Der Rest ist dabei. Ein Drecksack. Er hat mir aber schon mal wieder mitgegeben. Kann ich nur auf das Film. Doch irgendwie gewonnen, obwohl wir eigentlich nicht weit wirklich schon mal vorne waren, aber wir haben uns auf dem letzten Kilometer die Führung gesichert. Und das war auch gut so. So, erster gewonnen, 6000 Kopfgeld, Sparkönnen 2100 Kopfgeld, persönliche Bestleistung 1000 noch dazu, Spitze der Speedwall nochmal 2000 dazu, sind wir insgesamt bei 11.120. Das erste Auto gibt es bei 15.000, aber jetzt gehen wir auch schon mal ein Auto, was haben wir denn dafür? Und zwar ein Mazda X8, der nächste Roadster, der uns ins Hause geht. Den haben wir nämlich jetzt Gott sei Dank als Racer und als Cop. Schönes Auto. Definitiv. Und nochmal neues Auto. Ein Dodge Charger ist der. Ach, das war das Auto, was wir da als Cop weggerammt haben. Rammen mussten. Oh, sorry, da war ich ein bisschen schnell beim Wegdrücken. So. Ah, da oben ist noch ein Racer, okay. Eagle Crest. Eine Hot Pursuit. Ich krieg's nicht immer richtig ausgesprochen. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Guck mal, was war da so als Höchstgeschwindigkeit 234, Geschwindigkeit 265. Da verdienen wir den Dodge Charger. Das ist klar. Ah, der gibt's nicht in Gelb, oder? Dodge Charger, ein historischer Name, der eng mit großer Leistung verbunden ist. Mit der Flexibilität seiner vier Türen ist der Charger SRT8 ein modernes, vielseitiges Muscle Car, das in jeder Kurve für Gänsehaut sorgt. Der 6,1 Liter Hemi V8 entwickelt mit seinen 425 PS die gleiche Leistung wie die legendären Hemi-Motoren der klassischen Muscle Car-Ära. Der Charger verfügt außerdem über eine elektronische Stabilitätskontrolle, die den Fahrer in extremen Fahrsituationen unterstützt. Die breit ausgestellten Rathäuser beherbergen Aluminiumräder im bekannten 5-Speichen-Design.
während der aggressiv gestaltete Kühlergrill, die breiten Kotflügel und die abfallende Fastback-Dachlinie dem Dodge Charger ein dominierendes, aber stilvolles Auftreten verleihen. Ja, damit gehen wir jetzt ins Rennen. Gut. Okay, gehen wir rein. Ach, ich weiß gar nicht geguckt, was die Bedingungen sind, aber können wir schon irgendwie hin. 5,2 Kilometer fürs Erfolg. So, für Sie, das heißt, wir werden diesmal auch vom Kopf gejagt werden. Das heißt, nicht nur auf das Rennen konzentrieren, sondern auch auf den Kopf, bis wir nach der Arbeit bekommen. Okay, den hätte ich jetzt gerne da drin gehabt, wenn wir im Gegenverkehr. Oh, ich bin Sack. Das ist doch klar. Ja, das ist eine Überraschung. Habe die Fahrzeuge erreicht. Die Führung gar nicht am Anzeigen. Nehmen Verfolgung auf. Oh, wir sind der Erste. Weil die sich da mit den Cops ein bisschen eingelegt haben, das ist auch gut so. Das heißt, wenn wir nämlich jetzt ein bisschen Ruhe haben, wenn die da hinten in den Cops fighten, können wir nämlich unser Rennen irgendwo fahren. Aber scheinbar sagen die dann, nö, wir gehen mal wieder vorbei. Ja, wir haben das Rennen noch auf die letzten Kilometer gewonnen. Der hätte mal gegen. So, wenn das Rappen nehmen, kriegst du den Kamion mal mit. Vergesst auch, dass ich die Abkürzung jetzt mal nehmen kann. Ich sehe die mal zu spät. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Ah, wieso muss ich denn das Auto da durch? Tschüss, Kopf. Okay, der Evo lebt nur. Okay, haben wir da ein bisschen mehr so Trends? Okay, mal Trends bekämpfen. Ich habe damit gerechnet, dass der Evo weg ist. Aber scheinbar. Nicht. Warte mal, 5 Kilometer muss man so einen Motor nur noch P3. Ich gehe ran und versuche ihn herunterzubremsen. So. Komm, hab ich mitgenommen, den Racer da ist. Verdächtiger, versucht mich von der Straße zu drängen. So, das sind 2,2 Kilometer und warum auch immer mir gerade da einer entgegenkommt. Und zwar findet ihr da von den Racern. Verdächtiger reagiert nicht auf meine Anweisungen. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Bitte unbedingt vorsichtig sein, Officer. Das ist mir klar gewesen. Dass in dem Moment der Typ noch einen Ticken rüberzieht, weil ich weiß. Okay, wir sind immer nach vorne. So, weg mit dir.
Ja, habe ich nochmal mitbekommen, weil der Typ mir im Moment im Gegenverkehr so momentan ein bisschen rübergezogen ist, dachte ich mir, das reicht nicht mehr, um das Ding zu gewinnen, aber wir haben es geholt, liebe Leute. Eine neue Belohnung auf jeden Fall. Komm, wir kriegen noch einen Wagen, doch einen Rang, wie sie, Rangaufflüssige. Jawohl, wir sind jetzt Aufstieg, ne, Verdächtiger 1. Die Verdächtiger sind wir jetzt gerade. Nicht mal Verdächtiger 1, sondern Verdächtiger. Fahndungsgefahr. Wir sind jetzt gesucht. Gesucht in der Raserei. Zur Fahndungsstufe 2. Ein neues Auto kriegen wir auch noch mit dazu. Und da ist der Evo. Evo X, also 10. Schickes Auto, definitiv. Und nochmal ein neues Auto. Den Camaro SS kriegen wir auch noch mit dabei. Jo, dann haben wir das auch soweit, ne? Das haben wir, Eagle Quest haben wir ja gemacht jetzt gerade. Na doch, wir haben das Wurzelrin gefahren und den jetzt. Okay. Ja, passt soweit. Wir verabschieden uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's mit den nächsten Cop-Events rund. Bis dahin und ciao.